Herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge hier auf dem Marsch. Wir werden jetzt Feld 1 der Auftakt beginnen. Weizen. Ich glaube, es sind hoch die Seemaschine. Die haben wir hier noch zu liegen, zu stehen. Und Dünger müsste schon voll sein. Also machen wir gleich Kontrolle. Ansonsten machen wir das nochmal nach. Wir werden gleich das Abgut auffüllen. Dünger haben wir nicht aufgefüllt. Warum nicht? Kommt noch ein Hunger. War da nichts da? Eigentlich schon. Ja, ist voll. Jetzt aber. So. Mal ein Sack gut abholen. Weil es schon eingestellt hat, passt. Alles fürs Bier. Obwohl ich kein Bierfreund bin. Also ich bin kein Bierfreund, also ich trinke nichts davon. Aber das kann ja jeder machen, wie er will, ne? So. Gehen nur in der Ecke manuell. Jetzt ziehen wir mal, wenn wir hier anfangen. Das lasse ich mal so stehen hier mit den nicht geflügten, aber gut, nicht ideal, aber. Gut, wird gehen müssen, ne? Kursgenerierung, Feld 1, Vorgewende machen wir 3 wegen der Bäume hier. Eine Maschine, Feld 1, passt. So. Mal schauen, dass er nicht an den Zaun festhängt. Ne? Das ist meistens die größte Gefahr. In dem Fall geht's. Das sieht gut aus. Jetzt diese Flecke, wo nicht so gut ist, auch weg. So, haben wir das eingestellt hier? Das passt so. Hier ist ja ohne Verband, also kein Problem. So, Holz machen wir jetzt nicht. Dünger ist ein. Wo haben wir eigentlich starke Toren? Das ist auch ein schwacher. Das ist ein starker. So, hängen wir mal gleich Anhänger mit Dach und Fach bringen. In die Garage rein. Und in die Garage rein nicht. Das muss noch gewaschen werden und die Pflege muss noch gemacht werden, sagen wir so. Ich guck, wo ich Platz habe. Das sieht übel aus. Stellen wir hier vorne hin. Weil der muss gewaschen werden, nützt ja auch nichts. Das ist ja alles. Schmuddelig. Wie gesagt, wir haben keine Zeit. Wir müssen mal sehen, dass wir haben nur 3 Tage Jahreszeit, dann wird ein Gas gehen. Ups. Können wir alles im Winter machen. Da haben wir Zeit. So, Weizen passt, ist auch weggefüllt. Feld Nummer 17. Ja, Mist können wir noch verkaufen. Und auch schwimmt da.
Feld Nr. 17 und 18, da war ja Hopfen. Da machen wir jetzt Weizen rein. Da flügt er ja gerade noch auf 18. Und bis er dann da fertig ist, dann haben wir hier entsprechend, können wir gleich rüber zwitschen hier auf nächste Feld. Ach, Stroh. Schweine. Könnten noch Leder verkaufen. Die Fabrik würde ich verkaufen. Zuckerrüben. Machen wir werden auch Zucker, ne? Aber nächste Saison. Und Kurzgenerierung 17. Da reicht nochmal 2. Die beiden arbeiten fleißig. Ne? Mal gucken. Das mache ich jetzt manuell. Was ist jetzt? Also hier ist ja normale Hilfe. Und dann fahren wir den gleich auf Feld Nr. 6. Tank. Aber ich will den vorher tanken. Und der kann repariert werden, also und dann können wir gleich mitmachen, ne? Da eh schon mal einen Tanken sind. Oh ja. Ich bin schon wieder müde. Das ist ein Dunkel, wo wir Licht anmachen hier. Nö, nicht gern gemacht. Hab noch eine andere Lampe, aber man sieht, besser wie nichts. So. Können wir gleich ein bisschen nacharbeiten hier. Ja, Herbstmitte heißt nur ein Tag Herbst und dann kommt schon der Winter, ne? Hab schon mal erlebt, dass im Herbst Ende auch schon mal Winter eingebrochen war, dass man Frost kam. Und dann geht ja mit Frühen auch nichts mehr, ne? Wenn der Frost zu stark ist, ne? Und minus 1, minus 2, wenn man so ein bisschen nachts und tags bei Plusgrade sind, geht's noch, wenn dann nicht, wenn der Boden nicht tief gefroren ist. Aber die Winter sind unberechenbar. Mal zu warm und dann selten zu kalt, ne? Aber trotzdem. Man soll das nicht aufschließen, ne? Und dann, wenn sie glauben, es kommt noch ein milder Winter, dann kommt dann die Kälte. Ne? Also, dann soll ja angeblich von diesem Jahr mal ein bisschen kälter werden. Ne? Also ein normaler Winter kommt. Ne? Für viele ist ja normaler Winter schon zu kalt. Aber ich sag mal so, mehrere Tage Frost, vielleicht ein bisschen Schnee. Mal ganz ehrlich, wenn ich zur Arbeit fahre, muss kein Schnee liegen, davon abgesehen. Ne? Aber wie gesagt, das kann man sich eh nie aussuchen. Ah, das muss reichen. So. Das klappt mal ein. B. Rüber und dann X. Normalerweise machen wir sowas nicht im Fahren, ne? So. Wie gesagt, Volltanken, Wartung. Sollte man kurz wegmachen hier.
schön hoffen, ne? Aber gut, hat sich nicht gelohnt. Und die Aussage geht ja ziemlich zügig, das ist ja hohe Arbeitsbreite. Und hier müssen wir ja umbauen, ne? Neuer Stall. Da muss ja hier genau der zweite Stall hin. In der Mitte die ja, Lagermöglichkeiten. Wir haben ein kleines Lager aufbauen hier für Stroh und für Schweinefutter und so. 50.000 haben wir mittlerweile in der Malzfabrik. So. Immer ein bisschen Terraforming machen, ein bisschen zeichnen, einen Boden ein bisschen ändern. Der Schweinehof soll nicht weg. Aber im einen am anderen müssen wir Geld verdienen. So. Da sind wir. Kurz tanken und dann reparieren und dann geht los zum Feld Nummer 6. Zu weit weg, so schlau, so kurz. Der ist nichts. Ach so, hier Flug eingestellt. Ich hab gar nichts. Ach, ich hab kein Geld. Ja, das ist. Wird bei mir in der Tasche auch nicht funktionieren. Obwohl ich tanke erst und bezahle dann, ne? Geht auch nicht. Das ist ein Ding. Die Zahnkrusel kaputt. So. Zurück. Ah, jetzt geht's. Ich dachte schon, ich muss hier einen neuen Traktor kaufen. Mit dem vollen Tank. Oh ja. Das ist ein schönes Sümpchen, ne? 245 Euro. Mal sehen, ob die Lokproduktion in Gang kriegen. Aber die Geld haben und wir müssen Raps haben. Nächstes Jahr Rapsernte ist schon mal Pflicht. So, Feld Nummer 6. Einen Angestellten für Sägewerk, der alles macht. Ding ist verkehrt rum, oder? Naja. So, mal kurz gucken. Rechts oder links, ne? Rechts. Ich vertausche mir gerade die Richtung meistens. Ups, in die andere Richtung. Kann ich meistens, öfters. Zentrallager werde ich in dem Sinne nicht machen, weil so viel Waren habe ich ja gar nicht. Das Formal ist ja auch wieder extra Zeit kostet, dahin zu fahren.
Und dann wieder extra fahren. Na, das machen wir so nicht, wir machen es anders. Aber das ist egal, ne? Ist noch nicht so weit. Ich habe kaum Produktion, also Gemüse habe ich auch nicht. Von daher ist das nicht ganz so dramatisch. So, Kursgenerierung. Feld 6. Hier ist nur ein Traktor, hier machen wir 10 Vorgewände. 420. Ups. Ja. Und dann schauen wir gleich hier nach, ne? Wir haben alle das gleiche Problem gehabt, die Burschen. Mein Fehler. So. Das heißt, Feld 6 Flügen. Feld 6. Alles Felder, die länger brauchen. Deswegen speichert das ab. Flügern. 4,20 Meter. Ein bisschen kleiner ist besser als eine Nacharbeit mit so viel. So. Natürlich in eine Straße rein, das ist ungünstig, ne? Fürs Gerät. Gut. Zum Glück ist ja kein Schaden da, ne? Zu sehen. So. Der kann jetzt eine Weile arbeiten. Der braucht jetzt wie lange? 1,46. Naja, gut. Hat auch Zeit, ne? So, Zuschauer, das soll es auch für heute gewesen sein. Ich sage mal vielen Dank fürs Reinschauen. Ich sage mal tschüss und ciao, ciao. Ja, morgen geht's weiter. Hier. Ich würde sagen, weiter sagen, Thüringen im Marsch. Dann werden wir weiter flügen und die Aussaat weiter vorantreiben. Tschüss.